Hallo Leute, heute geht es um die Dehnbarkeit von Einmachgummis gegenüber den Profi-Gummis, also Latex, Zwillenlatex, Profi-Latex. Also spezielles Gummi zum Schleudern. Ne? Okay, ich habe hier die zwei Kandidaten. Jetzt geht es einfach um das Thema, welche von beiden Gummis sind dehnbarer. Bei den Einmachgummis muss man bedenken, dass man sie ein bisschen einschießen muss. Ich habe das auch schon mal erwähnt bei einem anderen Video von mir. Am Anfang sind die ein bisschen zäh. Da lassen die sich nur so bis hierher ziehen. Da haben die auch nicht so viel Leistung. Also wenn man jetzt mal so Einmachgummis testen will, mit einem Geschwindigkeitsmesser, zu einem Chronographen, also wo man Geschwindigkeitsmessungen durchführen kann, dann sollte man diese Einmachgummis vorher ein bisschen einschießen, dass man sie länger dehnen kann und dann wird die Kugel auch schneller. Okay, fange ich einfach mal an, dann seht ihr, wie gut dehnbar Einmachgummis sind. Also normalerweise gehen sie bloß bis hierher. So, mache ich mal so ein paar Schuss. Ich nehme dazu 16 mm Stahlkugeln. Ich weiß nicht, kann man es sehen? Ja, und die sind natürlich schon ordentliche Brummer, sind das. Ganz schön dickes Kaliber. Und auch diese große, schwere Munition bekommt dieses Einmachgummi so schnell beschleunigt, dass ich sie auf diese, ich schätze mal, 8 Meter nicht sehen kann. Also, ich weiß nicht, wie schnell die jetzt sind. 200 km/h oder so. Ich mach mal kurz das Licht an. So, da bin ich wieder. Ja, könnt ihr mal kurz zuschauen. Einfach mal so ein bisschen einen Eindruck darüber bekommen, wie Einmachgummis so sind, von der Dehnbarkeit her. Okay, schaut einfach mal zu. Ganz kurz noch, Leute. Sowas sollte ich vielleicht auch noch aufsetzen. So eine spezielle Schutzbrille ist vielleicht nicht schlecht. Ja, lässt sich also richtig gut ziehen. Man kann es also fast Butterfly, fast. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das auf die Kamera so rüberkommt, wie es hier ist. Weil es lässt sich wunderbar damit schießen, mit diesen Gummis. Ich weiß, das sind jetzt keine Profi-Gummis. Einmachgummis. Aber ich habe es als Jugendlicher oder als Kind schon genommen. Ja, die Brille beschlägt ein bisschen, aber naja, gut. Lieber beschlägt die Brille ein bisschen und es passiert im Auge nichts. Ja. Ich bin ja ein Fan von langem Auszug. Ich bin jetzt kein Kurzauszug-Fan. Ich habe bessere Erfahrungen mit Zwillen, wo man lange ausziehen kann. Werden die Kugeln einfach schneller beschleunigt, ne? Also länger beschleunigt und somit wird die Kugel dann auch schneller, wie wenn man kurz nur im Normalfall. Ja, also das ist richtig. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass es auf die Kamera jetzt so gut rüberkommt. Habe ich so die Erfahrung, wenn ich die Filme dann anschaue oder die Videos anschaue, kommt das nicht so rüber. Entweder liegt das an der Kamera oder sonst irgendwas läuft da schief. Weil also wenn ihr jetzt neben mir stehen würdet, also oder dann würdet ihr eher beeindruckt sein darüber wahrscheinlich.
So, jetzt nehme ich mal das Profi-Gummi, also Latex-Schlauch. Das sagt man ja auch dazu, ne? Latex-Schlauch. Ja, hat viel Power, also man muss schon fair sein, also wir wollen schon bei der Wahrheit bleiben, also es ist einfach, es ist ein Tick aggressiver, das Gummi, also kräftiger, es beschleunigt. Ein bisschen stärker. Ja, aber so viel anders ist es auch nicht. Gut, dann ein Blick auf das Ziel. So, ganz da hinten habe ich sowas hingehängt. Ah, so 8 Meter sind das ungefähr. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären über Einmachgummis. Bis zum nächsten Mal. Ciao.